Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Gold und Silber Soul Challenge. Mit mir und dem pingeligen Pelapop. Mimi. Wir haben uns gerade über Wiedergabeminuten unterhalten bei YouTube. Ja, hat mich interessiert, wie bei ihm so die Wiedergabedaten sind. Also ja, das Wiedergabezeit was, überhaupt. Dass das überhaupt nicht passt, haben wir gerade. Was das überhaupt noch nicht passt, das haben wir gerade selbst miteinander festgestellt. Ja, und bei mir scheinen wohl die Leute nicht so interessiert zu gucken. Anscheinend bin ich total langweilig. Was? Ich glaube, wir haben beide die gleiche Arena. Drache? Ja. Hast du auch ein Dragonier? Nee, Dratini ist das erste, was ich habe hier. Bist du jetzt beim Rechten, oder was? Ja. Ja, da hatte ich, bei dem bin ich auch, da hatte ich jetzt auch ein Dratini. Geil, toll. Ich vermute mal, dann hat sie einen Seedraking. Aber hat bist du nicht sogar regulären Seedraking? Nee, Sieper hat sie nochmal, Sieper Seemon. Achso, okay. Nee, wir haben gerade festgestellt gehabt, dass bei mir anscheinend die Rechnungen noch nicht zu Ende sind, weil das passt alles so nach hinten und vorne nicht. Ja. Aber ich muss ganz offen sagen, für das, dass wir klein sind und vielleicht in zwei Fische in einem großen Teich. Und gerade die ganze Let's Play-Bereich ist einfach, ne, mega voll. Ist gar nicht so schlecht. Ja. Und wir machen das ja auch nicht, um unbedingt Leute und so, um irgendwas zu erreichen. Wir wollen einfach nur Spaß haben. Was? Wir wollen Spaß haben und es ist trotzdem schön, wenn man Leute erreicht und die einen das toll finden. Also so ist ja nicht, ne? Ach, Leute können mich mal. Das ist eine schlechte Einstellung, wenn du Entertainment hier betreibst. Ach, ich bitte dich, die stehen auch drauf. Guck doch mal, diese Vollidioten wie Tanzverboten, hast du nicht gesehen? Die beleidigen regelmäßig Leute und fahren darauf ab. Wo ich mir einfach denke, man kann sich auch ein bisschen benehmen, ne? Ich mache jetzt voll die Ansage, ey. Voll die Ansage. Nee, bei mir, ich werde auch jetzt nochmal zwei, drei Sachen, da kommt es wahrscheinlich, auch wenn die Folge hier raus ist, schon lange der Block raus. Aber bei mir, wenn ich jetzt aufnehme, ich habe die noch nicht gemacht, ich mache noch einen kleinen Block, so Streams, werde da noch ein bisschen was erklären, ein bisschen darüber das eine oder andere ändern jetzt demnächst. Ne? Wo wir gerade von neuen Sachen reden, ich hab einiges an Lob für Kona bekommen. Das soll echt schön sein, soll interessant sein, soll auch so ein bisschen gruselige Aspekte haben. Hat was. Das Spiel ist auch wunderschön gewesen, ey. Ja, ich habe ja jetzt Folge 4 gestern geguckt. Also ich gucke das ja auch so, ich lasse das nebenbei immer ein bisschen laufen, weil ich finde das ganz gut zur Berieselung. Mhm. Es ist irgendwie interessant, sage ich mal so. Ja, ich habe es damals im Trailer gesehen, habe gedacht, oh, das ist wunderschön, das muss ich unbedingt haben. So, ich bin jetzt bei Misty. Ich noch nicht, ich hab noch die beiden Trainer vor mir. Die letzte hat einen Seedraking bei mir. Was ich aber auch wieder neu gemacht habe bei Kona, ist ja erstmal natürlich den Dingsbums, das Bist Intro. Du im Kampf? Ja, ich bin noch im Kampf. Okay, dann laufe ich eben ins Pokémon Center. Das Intro habe ich ja neu bei Kona. Mhm. Das habe ich jetzt mal ein bisschen belebter gemacht, was mir ganz gut gefiel. Und ich habe einen bewegten Abrun gemacht. Ja. Ja, bei mir ist halt Abspannen und Intro immer noch gleich. Das Intro ist recht einfach gehalten. Ja, du machst ja vor, vor jeder deiner Folge machst du ja dieses Platsch. Pff. Ja. Ja, bei mir gibt's ja nur vor der ersten Folge. Ja, ich mach halt ein Intro. Das ist halt immer die Frage, wie du es machst. Bei mir gehört's halt einfach dazu. Ich finde es halt immer schön, wenn es erstmal eine Einleitung zum Video gibt, weißt du? Oh, Forst, das würdest du nicht auf. Würdest du mal aufhören, mit jedem Fliegen zu failen hier? Oh nee, aber ansonsten ist es ja ganz okay. Ich finde, mag es halt mit Intro und Outro zu jeder Folge. Das hatte ich vergessen. Aber ich habe halt ein kurzes Intro, weißt du? Ein kurzes, knackiges Intro, dann kann man auch jedes Mal reinmachen. Weißt du denn? Wie gut, dass die Pokémon hier noch so schwach sind. Ich habe Fliegen eingesetzt und das Dragonier setzte Windhose ein. Das trifft, ne? Ja, yep, das trifft tatsächlich. Sprungkick! Ups. Nee, aber ansonsten, wie gesagt, bei mir kommen ein bisschen was. Den Rest sehen wir dann und... Richtig. Genau, Adam und ich multi-twitchen dann, wenn er in der neuen Wohnung ist. Genau, wenn das dann endlich mal klappen würde. Meine Traumwohnung ist ja leider weg. Weil die Mieterin meinte, sie will lieber mehr Geld haben für ihre Einrichtung. Ja, meine Güte. Ich sollte sie ja übernehmen für 850 Euro, weil es war auch richtig top gewesen, so Geschirrspüler, Waschmaschine, komplette Küche. Mhm. Ohne Frage, aber anscheinend hat da wahrscheinlich jemand mehr geboten.
Ja. Und jetzt muss ich halt morgen. Oh, ich hab so morgen keinen Bock. Citra King, gut. Und wenn wir die gleichen Pokémon hier. Ja, das ergibt irgendwie Sinn, wenn wir eh die gleiche Arena haben. Das, ich glaube, der Randomizer war kaputt. Ja, bei Drache gibt's auch nicht so viel Auswahl. Ja, aber dass wir beide die gleiche Arena haben, also Drache. Deswegen werden wir wahrscheinlich jetzt mal sehen, ob wir bei Misty die gleichen Pokémon haben, weil ich glaube, das wird auch nicht viel sich dann, ne? Na, irgendwann muss das ja mal vielleicht so kommen, weil die, weiß nicht, die. Bei 16 Orden. Es gibt nicht mal 16 Typen, oder? Doch, glaube schon. Der Gen schon? Ja, weil ich glaube, Fee war Nummer 17 gewesen. Okay. Das könnte interessant sein dann. Dann müssten wir theoretisch, ich hatte auch noch keine Drachenarena, theoretisch jeden Typ einmal haben, ne? Mhm. Ich hatte ja jetzt auch eine Unlicht-Arena bei Major Bob und Unlicht hatte ich ja auch noch nicht, ne? Weiß nee. Ich nicht. Nicht, also, dass ich wüsste, dürfte kein Unlicht bei gewesen sein. Also ich müsste schon, glaube ich, mal eine Geisterarena gehabt haben, weil ich weiß. Ja, vielleicht geht er auch nicht danach, vielleicht macht er wirklich auch doppelt, dreifach, je nachdem, ne? Ist ja, zufällig. Das stimmt. So, bist du soweit? Nö, das Citra King nervt mich. So, jetzt ist es weg. Force us mal einen Crit zu machen, Crit! So, ich werde aber gegen die Drachen nicht mit Punga kämpfen, irgendwie habe ich da gerade keinen Bock drauf. Ich kämpfe jetzt mit Electek, das hat sich ganz gut geschlagen. Ich hoffe auf Seedrakings. Mir fehlt die Eisattacke. Ja, ist auch mein Problem. Ich hau jetzt mit Kirschsaft und Matschbombe rein. Nur falls die Dragoran hat, habe ich auch Electek vorne, also es wird schon. So, du darfst zufrieden. Ich habe dich erwartet, du Nervensäge. Du hast mal viele Orden. Von Johto, aber unterschätze mich lieber nicht. Du hast mein Date versaut, was soll der Scheiß eigentlich? Meine Wasser-Pokémon sind hart. Was ist passend? Ja, nee, ich hab grad nur so einen neuen Energy-Drink probiert. Boah. Neun. Ja, super, erste Pokémon, ich schmeiß mir ein Seedraking um die Ohren. Ja, auch das gleiche. Ja. Los, Donnerblitz! Matschbombe! So, es müsste eigentlich ein One-Hit sein von Britze. Nein, Seedraking hält aus. Das andere Seedraking war doch. Weil es war, glaube ich, schwächer. Okay. Das war schwächer, das war Level 37 gewesen. Ja, gut, das erklärt's dann. Seedraking mit Silberblick, das ist so. Also, es ist zweite Gen, ne? Aber Drachenattacken war ja noch physisch hier, ne? Ja. Ja, macht so ein bisschen Sinn mit Windhose. Tschüss, Seedraking. Dragonier, Level 42. Und ich bekomme. Dragonier, Level 42. Gut. Ja. Ja, haben wir ausnahmsweise komplett gleiche Arena anscheinend. Na, weiblich ist nicht verwunderlich, weil die Geschlechter, glaube ich, bleiben. Das beim Randomizer. Ja, gut, das. Ja, gut, kann sein. Wie schön, dass Kirschsaft hier alles vergiftet, sobald es einmal eine Matschbombe geworfen hat. Das ist doch gut, also die Vergiftung ist ja auch relativ hoch, die Wahrscheinlichkeit bei Matschbombe, ne? Nochmal Seedra King. Ich habe Angst Level vor einem 44. Wutanfall oder so. Wutanfall gibt es hier in dieser Gen noch nicht. Wenn ich mich nicht irre. Ey, das ist ja geil. Ich habe ein Vielfaches von 40 hier. Kirschsaft auf 160 KP. Und hält so 4. Ja, Citra King. Ach so. Hallo. Level 44, ne? Ja. Schlaffuder! Ich habe nur Angst, dass da jetzt plötzlich ein Eisstrahl oder so kommt. Ja, jetzt kommt das letzte. Letztes ist auch ein Citra King. Ich bin ja sehr gespannt mal Level auf... Level 47, ja, ist klar. Bin mal sehr gespannt auf unser Hürdenmodus. Irgendwann später mal irgendwann Schwarz 2... Hürdenmodus? Dass es schwerer wird. Weiß ja nicht. Das wird nice. Wir müssen uns eh nochmal über den nächsten Randomizer unterhalten. Der wurde schon gefragt, was macht ihr denn als nächstes? Ja, wurde schon gefragt. Im letzten Stream. Yay. Ich glaube, ich muss gleich mal wechseln. Mein Kirschsaft hat doch ein bisschen was an Schaden jetzt reingefressen. Ich bin fertig. Ja, ich kriege jetzt noch das dritte. Das ist wirklich gut. Ich gebe zu, dass du sehr geschickt bist. Ihr seid sehr geschickt. Yep, da ist das dritte Citra King. Was mit Agilität erstmal spammt. Erstes Heil-Item, hahaha. Ach ja, ich bin durch soweit, das ist schön. Ja, ich heile Kirschsaft und heile auch, damit die Verwirrung weg ist. Aber es ist mir auch noch aufgefallen, ich habe ja jetzt auch nicht die Spiele, die jetzt machen. Alter, ne? Du blöder Cheater hier.
Die hat gerade, hat eingeschläfert und sie benutzt einen Hyperheiler. Alter, das ist böse. So geht das nicht, Misty. Das kenne ich eigentlich nur aus der siebten jetzt, so, wo die ganze Zeit mit dem Spam. Nee, aber manchmal machen die das ja auch. In der zweiten war es auch schon mal so. Die setzen halt irgendein Heil-Item ein. Ist aber nicht festgelegt, welches, glaube ich, hier. Ich meine, es ist intelligent, aber trotzdem. Citra King kann so gar nichts machen, ey. Ja. Bin ich schon traurig. Ist doch gut. Außer, dass es mich flinscht mit Windhose. Nee, ich habe ja hier mit meinem Kanal keine atemberaubenden Projekte. Wenn ich an Transportfieber denke, das ist ja auch eher so eine Nerd-Ecke, weißt du? Ja. Ich bin morgen fertig oder so. Jetzt brauche ich durch weiter. Ja, und deswegen ist das, glaube ich, auch nicht ganz so massentauglich. Minecraft Pixelmon kommt ja mit am besten an, so von den Klickzahlen und Aufruf-Wiedergabezeiten bei mir. Ja, so, Link läuft halt. Minecraft läuft halt einfach, ne? Ja, aber das ist jetzt auch kein mega Durchbruch. Davon ist auch YouTube zugespammt, ne? Ja, da komm, ich spiele irgendwann auch zusammen mit Minecraft irgendwas. Ja. Und was hab ich, und die Pokémon-Projekte, da ist halt, wenn du da nicht auf dem aktuellen Stand bist, kommst du dagegen die ganzen Projekte von den großen Poketubern ja kaum an. Ja. Ne? So, das vermisst die. Deswegen ist es für uns halt schwer durchzukommen, glaube ich. Mhm. Wobei ich ja sagen muss, ist meine Minecraft Pixelmon Staffel 1, Folge 1, mittlerweile über 400 Aufrufe hat, ne? Mhm. Das heißt, die muss ja ganz gut in der Suchmaschinerie von YouTube mit drin sein, so, sonst hätte das nicht über 400 Aufrufe. Ja, viele starke Trainer wie euch in Johto. Eines Tages werde ich mich aufmachen und gegen einige ausgebildete Trainer kämpfen. Ja. Das wäre aber unfair, du bist stärker als alle Trainer dort. Ja, vielleicht sind die Trainer ja auch mittlerweile stärker geworden, weiß doch, so ist, wie das immer so ist. Gut, dann würde ich sagen, bringen wir die Spule diese Folge zurück, ne? Genau. Erstmal zum Kraftwerk können wir fliegen, ne? Oder zur Route 10 zumindest. Weiß ich nicht. Da ist ein Pokémon-Center, Route 10, vom Felstunnel. Bis dahin können wir fliegen. Ich habe die ganze Zeit Dings noch dabei, merke ich. ja, das wollte ich auch noch ablegen, das ist Dragoran. Ich habe noch Dragoran dabei. Forsters kann man fliegen, ich wollte gerade sagen. Nee, ich komme nicht hin. Kannst du nicht fliegen? Nein. Müssen wir fahren? Ja. Okay, dann müssen wir fahren. Oh, ich habe noch die Angel auf der Kurzwahl. So, wollen wir danach in Zafronia City den Orden holen oder wollen wir dann erst... Ach, wir gehen erstmal durch den Lüfttunnel, genau. Durch den Felstunnel. Weil ich finde das, find das ganz gut, so eine Arena, kurzer Lauf. Ja. Gut, wenn wir in Labandia ankommen, dann haben wir ja noch die Route bis zu Zafronia City theoretisch. Dann können wir Zafronia City und Prismania im Prinzip hintereinander wegmachen. Mhm. Das ist ja dann auch nicht tragisch. Man kriegt ja eine Blitzkanone jetzt, haha. Ja. Und das ist bestimmt irgendwie so Platscher oder so. Ich hoffe mal eine vernünftige TM. Also ich brauche noch die eine oder andere gute Step-Attacke. Ich hätte jetzt gegen Erdbeben. Zum Beispiel Matschbombe für Sarzenia. Kannst du aber bei mir kaufen gehen. Hallo Xatu. Hallo Hobelo. Aber wir dürfen gleich sowieso noch ein neues Pokémon fangen. Ja, im Felstunnel dürfen wir wieder. Diese Surfmusik ist auch eine der wenigen, die man ertragen könnte. Ja. Hallo Tornupto. Alter, hättest du den Tornupto haben können beim Surfen? Ja. Krass. Aha. Oh ja, das ist die fehlende Spule meines geliebten Generators. Du hast sie gefunden. Danke. Als Belohnung gebe ich dir diese TM und vielleicht ein Date heute Abend. Obwohl, ich bin mir mein Generator vergeben, es tut mir leid. Fep. Ja, das brauche ich nicht vorlesen, das ist keine Blitzkanone. Der mit Blitzkanone. Lustig wäre es, wenn es jetzt trotzdem Blitzkanone wäre. Blitzkanone. Geil. Beknackt. Ich hab nochmal einen Stoß bekommen. Schick. Wie geil ist das denn? Ich schmeiß es auf den Müll. Vespotar ist doch ein physischer Angreifer, ne? Hm. Jetzt kriegt Werderbier noch einen Luftstoß. Es war kein Step, aber es ist Luftstoß, ne? Hm. So. Ah, das war ein Problem, verdammt. Es gab einen Steinhagel, Knirsch, das möchte ich beides beibehalten, weil beides Step-Attacken sind später.
Stärke kann es, um den ich jetzt Fuchtler für Luftschuss vergesse, ist ja ganz praktisch, aber ich will ja Erdbeben noch haben. Mhm. Nee, das lohnt sich nicht. Da halte ich mir auf, da müsste ich Stärke verlernen, das müsste ich jemand anderen Stärke beibringen. Ne. So. Hips. Was hast du denn jetzt? Mondschein. Also praktisch, hättest du nach Tara. Mondschein. Recovery Moves sind in der Nuzlocke echt praktisch. So, jetzt bekommt Ditto jetzt auf die Box. Weil ich mir jetzt ein legendäres Pokémon fange. Boah. Im Felstunnel. Und wie immer braucht der Blitz, dann hau ich hier jeden quer durch die Wohnung. So. Ja, ich hau euch quer durch die Wohnung, Leute. Ich brauche ja? Blitz. Du, den Docs hat es dir auch gegeben. So, wer kann den Blitz lernen? Ich weiß gar nicht, ob ich nicht jemand schon Blitz beigebracht habe. Ich muss mal gucken. Ach hier, Kirschstoff kann sowieso nur blöde Attacken außer Matschbombe und Dings. Lockduft kann weg. So. Kirschstoff lernte Bleach. Dann. Also der Einzige, der bei mir keine Vollmattacke kann, ist Glurak. Bourbon. Ja. Ist zu VIP. Ich würde eigentlich nicht Zerschneider beibringen. Hier geht überhaupt sie wieder keine Items. Doch! Item gefunden. Wow. Mega Block in der Lücke hier. Versteckte Seite. Fliege, geh weg. Ja, Bourbon kann doch keine Vollmattacke, kriegt Bourbon jetzt eine. Komm ich nicht drum rum. Und hier liegen sogar Items rum, oh mein Gott. Ich habe einen 100% Catch bekommen. Den Spukball bekommen. Behalte ich, den könnte ich gebrauchen nochmal. Was hast du gefunden? Ein 100% Catch. Meisterball? Ja, ich habe einen Meisterball gefunden. Ich komme gerade nicht aus dem Quark. Ich. Ich habe Topschutz noch an, deswegen kommt hier kein Pokémon bei mir. Bin dämlich. Was denn? Ich bin einfach nur dämlich. Das weiß ich aber warum. Ich habe jetzt Bourbon Zerschneider beigebracht, dabei brauche ich die Attacke gar nicht. Tja. Weil die schon Electric konnte. Ich brauchte eigentlich Blitz. So, mein Pokémon für den Felstunnel ist, wenn es mal auftaucht. Aber erstmal kriege ich noch eine Limonade. So, jetzt habe ich ein Problem. Gut, dass die Folge gleich zu Ende ist, dann muss ich das Offscreen erledigen. Muss nämlich zum Attackenverlerner. Oh. Was denn? Gengar! Hast du? Ja, mhm, ich hab schlecht. Sehr schick. Ich schreibe das mal eben auf. Also das Problem ist, ich muss gleich in der Aufnahmepause eben nach Emerald City. Weil sonst muss ich zu viele gute Moves verlernen lassen. Ne? Mhm, aber du kannst auch im Dunkeln was fangen. Ja, ja, das habe ich vor. Aber ich muss erstmal hier wegkommen. Ich habe hier gerade einen Encounter-Rage, die höher ist als die in der fünften Gen. Wie komme ich gerade vom Kraftwerk nicht weg? Weißt du? Ich habe ja gerade einen Superschutz aktiviert. Das, Mann. Mit einem Hyperball. Pelepop entzieht seiner Umgebung Wärme. Ja. Wird dir plötzlich kalt, ist bestimmt ein Pelepop in der Nähe. Was? Gib mal einen Namen für dieses legendäre Gengar. Blaubeersaft. Blaubeersaft. Es ist lila. Blau. Ich finde hier nichts. Yeah! Hoffentlich findest du was Gutes. Ich würde Gengar gerne mitnehmen. Auch wenn die Attacken natürlich noch sehr bescheiden sind. Ich finde hier gar nichts gerade. Ach, ich hatte ja noch einen Schutz aktiv, Entschuldigung. Ja. Und ein bisschen schwer. Dupes. Dupes? Omod. Ohne Wundersaat habe ich auch gefunden. Omod. Omod. Omoti, Moti, 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 Moti. Kraftwurzel, die sind überall versteckte Items.
Ach, komplett versteckt, die siehst du nicht? Doch, also drei sichtbare habe ich schon gefunden, aber es gibt auch haufenweise versteckte. Issa, Dupes, oder fang ich? Was hast du? In Divium. Also ein Starter finde ich jetzt nicht, dass man den liegen lassen sollte. TM, ja, ich habe Stahlflügel. Hä, die ist doch gar nicht Stahlflügel. TM40, Stahlflügel habe ich gefunden. Hat Blaubeersaft überhaupt reingepasst? Nö, ich habe Blaubeers geschrieben. Ah, okay. Ich glaube, das bringe ich Minztee. Bulletin. Was? Bull, also B-U-L-L. Und dann einfach IT. Ja. Bullet. Was ist das denn? Das ist dieser eklige Energy Drink, den ich hier gerade neben mir stehen habe. Okay. So. Ja. Minztee hat jetzt Stahlflüge gelernt. Ich bin geistig. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Meinst du? Wir haben die 20 Minuten voll. Ich habe hier voll die Perle gefunden. Ja, ich bin auch sonst gleich raus aus dem Face-Tunnel schon, deswegen beenden wir die Folge mal. Ja. Ciao, ciao. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.